So, aber wir haben die TM45 Verfolgung bekommen. Oh yeah. Glaubst du, das Mädel stalkt mich jetzt? Welches Mädel? So, ich hoffe mal, dass ich hier in der Stadt jetzt nichts großartig vergessen habe. Wenn doch, dann passiert das halt. Und da kommt... Ach so, dass mir gerade Verfolgung gegeben hat. franzländerisch, also Shireen versteht das. Ich, so lala. Also, nicht viel. Okay, die hat gerade nachgefragt. Und der erste Rivalenkampf für heute mit Belle. Ich meine natürlich Engineer Jill. Und sie setzen Shiggy ein. Nur blöd, dass ich gerade Rallyon vorne habe. Level 18, please. Guck mal, wie hoch Rallyon schon gelevelt ist. Manchmal habe ich echt das Gefühl, dass doch wir noch ein paar zu viele Erfahrungspunkte bekommen. So schnell, wie wir hier leveln. Oder auch nicht. Groudon. Setz den Groudon ein. Ich glaub's auch. Ja, meine Note war auch nie so berauschend. Und es ist einfach doof. Ach, du Kacke. Meine AP sind weg. Ich hätte noch mal heilen gehen sollen. Aber nö. Der HPK braucht das ja nicht. Einfach mal random Groudon. Und die kommt jetzt wahrscheinlich mit sowas wie Erdbeben. Ah, ein Supertrank. Ist ja fast das gleiche. Ding, tschak. Volltreffer? Nö, einfach nur besiegt. Sehr gut. Bells Groudon, ja, einfach nur mega. So, dann kriegt auch der dritte in meinem Team erstmal sein Training, nämlich Leon. Und natürlich wird Granbull von Engineer Jill in den Kampf geschickt. Leon Slam, bam. Und Wiedersehen, Dankeschön. Ach, die hat noch was. Leon der Mörder, ja, richtig. Ach Gott, Verzeihung. Der Massenmörder, richtig. Slam, los. Gesund und heil, danke und schön. Dup, 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 dup. So, und dank dem, dass ich das Münzamulett habe. Als Pokémon-Trainer mag ich wohl nie das Format von dir, Charon oder Lilia erreichen. Aber seit ich meine Reise in Aviant, was auch immer, angetreten habe, bin ich bereits so vielen Menschen begegnet und konnte mit jede Menge Gedanken darüber machen, was ich alles erreichen kann und will. Ist das jetzt das letzte Mal gewesen, dass wir gegen sie antreten? Ich glaube nicht. Die Pokémon haben mir schon ganz viele neue Erfahrungen beschert. Hey, Lulu, Cherry, wie auch immer. Du hast es geschafft, zu einem Stream zu erscheinen. Hallöchen. Sehr schön. Schön, dich mal wieder zu sehen. Und wir spielen, wie du siehst, Pokémon Schwarz. Auch Randomized Nuzlocke, wie in meinem Let's Play. Und du kannst auch ein Pokémon werden. Einfach nur, wenn ich einem neuen wilden Pokémon begegne. Ich ist gleich. Und dann den Pokémon-Namen hinschreiben. Wenn du das als erster schaffst, wird das Pokémon nach dir benannt. Aber du musst flink sein. Manchmal wollen Leute unbedingt ein Pokémon und dann geht das relativ schnell. Ich sag ja nur gestern Inikoro. Shireen hat so schnell geschrieben, da konnte man gar nicht gucken. Wenn es mein Weibchen wird, richtig. Ich habe, glaube ich, bisher bin ich einem Weibchen begegnet. Das waren in oder war Inikoro auch ein Weibchen? Und das hatte ja der gute Leon, unser, ich komme jetzt nicht drauf, wie das Pokémon eigentlich heißt. Der hat das dann einfach gewone-hittet. Ich wollte es einfach nur schwächen. Ja, war sie. Okay. Irgendwie kommt mir heute der Chat ein bisschen delayed vor, im Gegensatz zu gestern.
Ist wahrscheinlich, kommt mir wahrscheinlich nur so vor. Wen haben wir denn so bis jetzt? Wir haben Relion. Ein, ja, ist der, okay. Gut, dann kann ich da leider auch nichts für. Dann einmal haben wir Relion, unser Magnetson heißt das, genau. Es ist kühn und ist fast wie ein Clown. Es trägt die Scope-Linse, ist Level 27 und hat diese Werte. Dann haben wir noch Justin, unser Tyrakrog. Trägt Münzamulett, hat Insomnia, also verhindert Einschlafen. Und dann haben wir noch Leon. Ich weiß nicht, wie es das Pokémon an sich heißt. Leider. Chillabell. Okay, Chillabell. Es hat gerade 8 Sekunden gedauert, bis deine eigene Nachricht bei mir lesen konntest. Ach du Scheiße. Aber ein paar mehr sind schon draufgegangen. Richtig, wir haben mittlerweile, ich glaube, schon 5 oder 6 Opfer zu beklagen. Darunter ein... Moment, jetzt muss ich alle zusammenbekommen. Ein Smogon. Init 81, ja. Also ein Smogon ist dabei. Ein... Oh Gott, ein Lilip. Ich weiß nicht, ob es auch auf Deutsch so heißt. Ein Gardevoir. Ich hatte ein Gardevoir und hab's verloren. Oh, wer war's denn noch? Wen haben wir denn noch verloren? Ich komme auf die anderen gerade nicht. Dabei war das erst gestern. Gestern haben wir erst angefangen. Drei Orden haben wir auf jeden Fall schon und... Ja, sind schon ein bisschen im Spiel drin. Also zu viel hast du noch nicht verpasst, aber es war schon einiges. Beim nächsten Pokécenter-Besuch zeige ich es ihr, ja. Ach, bitte. Im Kampf herausfinden, wer der stärkere Trainer ist. Ist einfach zu viel passiert, das stimmt. Es waren ja auch 7 Stunden gestern. Von daher... Und direkt der nächste. Und zwar möchte Engineer Kim kämpfen. Das Lustigste ist immer noch, dass jeder Team Plasma-Rüpel jetzt Lady Bob heißt. Das ist einfach das Geilste. Team Lady als Gegner zu haben. So, dann machen wir mal Dönerblitz. Alles überschlagen und weggehämmert und Lady Bobs, genau. Somit kann man das zusammenfassen. Lepumentas! Ja, natürlich will ich da das Pokémon wechseln, ganz klar. Klingt sehr furchteinflößend. Genau, und auch hier Charon heißt Rivale Kim. Nee, Rivale Kim? Streberchen, Rivale Kim, was? Ich bin gerade durcheinander. Egal, aber auf jeden Fall haben die auch... Die haben alle andere Namen. Die sind alle durcheinander. Also das ist recht lustig zusammengewürfelt. Am besten sind immer noch die Grundschüler. Strongman. Engineer Kim, richtig. Okay. Milz? Was ist der Milzer? Ich habe keine Ahnung, was es ist, deswegen kommt erstmal Leon raus. Milzer. Ja, das ist immer recht interessant. Wir hatten auch in der einen Arena ein Mädel, die hat irgendwie 2 Legendäre erstmal rausgehauen. 2 oder 3 Legendäre hatte die. Das war auch echt krass. So, jetzt haben wir alle auf Level 28. Ist auch nicht verkehrt. Initiative 83. Nicht schlecht. Ein Gelantropo. Ja, da du paralysiert bist, können wir da wieder Relion raushauen. Suicune und Shaymin. Richtig. Wo der erstmal mit dem Suicune ankam und dann noch mit dem anderen Legendären. Und theoretisch hätte entweder die Eistüte oder Granbull unser Starter werden können. Unser Starter war dann aber Tyrakrog. Genau, und eine andere hatte Jirachi. Und noch irgendwas. Dieser komische Geist hier, dieser irgendwie, der war auch noch irgendwie mit bei, dieses Legendäre da aus der 5. Gen jetzt.
Dieser komische Flaschengeist. Also ist schon einiges passiert bisher. Und ich habe auch schon überlegt, also die Qualität ist... Voltolos, eines der drei. Stimmt, das Ding war auch schon da. Deine Stärke basiert auf dem Vertrauen zwischen dir und deinem Pokémon. Aber sei unbesorgt, denn ich kann den Evoserp auch noch mehr. Ja, Evoserp hast du auch gerade. Yay, Anruf, wahrscheinlich hier von Frau Hai. Ja, sage ich ja. Hier, Hai-Angriff. Das ist das Zeichen für Hai-Angriff. Das offizielle. Professor Elche, gibt's irgendwas? Bell scheint meinen Anruf nicht bemerkt zu haben. Was treibt sie wohl schon wieder? Aber gut, dann muss ich später eben nochmal gesondert mit ihr Kontakt aufnehmen. Na schön, meine beiden Freunde. Ja, warte, Tor von Rayono City. Wie mein? Also, wenn wir Tor nach Rayono wollen, müssen wir Route 4 einfach immer weiter geradeaus folgen. Okay, und jetzt muss man einmal quer durch die Wüste. Das war ja sowas von klar. Du hast gerade bemerkt, was für eine hohe Stirn Sharon hat. Okay, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. In dem einen Haus nochmal heilen, bitte. Oh ja, stimmt, da hast du recht. Gardevoir, aber hier haben wir schon mal was gefangen. Aber Gardevoir wird viel Erfahrung geben, deswegen hauen wir es mal mit einem Donnerblitz weg. Hallo, Safcon! Oder Nico? Da scheint wohl jemanden persönlich zu kennen. Oh, schade. Wie, oh, schade? Hä? Hype, Safcon! Pixie! Ja, bei Hype ist er natürlich wieder dabei, der Safcon. Auf der Route habe ich schon was gefangen. Ich darf auf jeder Route nämlich nur eine Sache fangen. Das ist auch die Sache. Kennst du dich mit Nuzlocke aus, Rissmacher? Hallo, No Name! Hallo! Schönen guten Nachmittag, Abend? Nachabend. Ach so, nee, das ist doch kein Problem. Ich wollte ja nur fragen. Ein Togepi. Alles klar. Ich weiß aber nicht mehr, was wir hier gefangen haben, um ehrlich zu sein. Ach, hier haben wir Lilip gefangen. Lilly haben wir hier gefangen. Präabend. Pabumts. So. Jetzt habe ich natürlich noch einmal geheilt. Heil, Pokémon. Und so. Ich habe nur die Hand hingehalten, mehr nicht. Also keine Sorge, nicht gleich ausrasten. Ich habe dich von weitem nicht gesehen. Ah! Da war ich eine Etage tiefer. Moment. Da bin ich gerade mit meinem Bein an den Stuhl gekommen, an diesen komischen Hebel. Das ist mir gestern schon mal passiert. Sorry, da war ich kurz mal weg. Herausforderung von Engineer Joe. Was benutzt du? Ein Charmian. So. Schnüffler von Charmian wirkt. Okay. Dönerblitz, los. Ist halt ein Baby. Ja, das stimmt. Togepi ist ein Baby. Nur diese neue Form, eben die Entwicklung von Togetic, finde ich nicht gerade so schön. Um mal ehrlich zu sein. Das kann ich doch mittlerweile in so einen Segelflieger entwickeln. Finde ich jetzt nicht designtechnisch nicht gerade irgendwie so toll. Lalalal. Togekiss, ja, das kann gut sein. Ein Engineer. Ein Ingenieur. Ja, das englische Wort für Ingenieur ist Engineer, würde ich sagen. Standen da gerade zwei Namen?
Auf jeden Fall merke ich, wir sind chronisch überlevelt. Irgendwie. Das ist ein bisschen doof. Smogon wurde besiegt. Aber der Delay kann auch daher kommen, dass heute wieder LOL gespielt wird, also von daher. Wie auch immer. Aber schön, dass sich jetzt langsam der Stream so ein bisschen füllt mit den ganzen Leuten. Aber so ein paar Leute fehlen immer noch. Das ist über einen Emulator. Ich habe da so ein Ich habe hier kein Übertragungskabel oder so für mein DS bzw. 3DS, wie auch immer, noch nicht. Gestern sagte ich auch 17:30. Ich habe gesagt, eventuell, wenn ich mache so 17:30 oder so. Ich habe nichts Genaues gesagt. Ich habe so gesagt, so ungefähr eventuell. Da wusste ich auch noch nicht, ob ich streame oder nicht. Und dann vorhin habe ich mich ein bisschen mit Shireen unterhalten und dann mit einmal dachte, okay, gut, ja, doch, machen wir heute. Ja, komm. Hauen wir raus. Aber es steht ja auch in dem Ankündigungsvideo und in meinen Tweets drin, dass 16.30 Uhr. Und ich habe 16.30 Uhr direkt gesagt, wir sind online. Beziehungsweise live. Wie auch immer. So oder so. Sea Legendary. Nee. Ein Sandsturm kommt auf. Schocksam. Schock ihn weg. Genau, underleveltes Legendary. Gibt aber gute Erfahrung. Ja, das war aber auch leider nicht wild, das Suicune. Und auch nicht auf einer Route, wo wir noch was fangen dürfen. Leider, leider, leider. Swimmer in Zoe, genau. Eine Herausforderung von Engineer Esteban. Schon wieder Esteban? Der ist wohl in der S-Bahn groß geworden. Ja, der war doof. Dafür dürfte mich offiziell hauen. Au, ist so fest. So, Nassschweif. Hau das Georock weg. Steinkante. Ihr hofft ja immer noch auf einen fliegenden Stein, glaube ich. Kann das sein? Au! Mann, das ist gemein. So, jetzt haben wir hier erstmal noch einen Pokéball mit einem Supertrank. Oh yeah. Ah, hier links geht noch eine Straße. Ach, der will mich direkt auch gleich bekämpfen. Natürlich, warum auch nicht, ne? Also in der Edition will wirklich alles und jeder kämpfen. Au, Mann! Nicht so fest, Leute. Aber irgendwie ist der Delay heute wirklich extrem. Extrem. Da geht's zum alten Palast. Ich habe keine Ahnung. Ja, von mir aus. Alter Palast. Ich weiß, es wurde ja gesagt, ich soll einfach nach oben zur nächsten Stadt, aber... Machen wir das erstmal so. Ich gehe erstmal dahin, wo ich hin möchte. Oh, wenigstens eine ist lieb zu mir. Ein Pantymos. Ja, da können wir auf Relion wechseln. Der kloppt das einfach weg. Der haut alles einfach nieder. Und Slam. Bam. Slam Jam. So. Aber ehe mir hier jetzt noch mehr Trainer begegnen, möchte ich erst auf die nächste Route, damit die Pokémon, die wilden, die mir da begegnen, dass ich die auch vielleicht ein bisschen schwächen könnte. McBla möchte mich mal wieder bluten sehen. Huhu! Komm doch mal rüber hier! Attacken mit 90% Wahrscheinlichkeit gegen öfter daneben als Slam mit 75, ja. Petto, mach die Augen auf Charon für dich. Du bekommst auch eins. Ein Hyperball erhalten. Oh yeah.
So. Pokédex, Reise, ja, hoppla, jetzt natürlich nicht, wenn ihr euren Pokédex kümmern sollt. Sollte klar sein, oder? Ich muss jetzt zu Bell. Ja, und ich werde trainieren, um dich irgendwann mal zu besiegen. Route 4, die Pokémon zu fangen, die jetzt herangegangen sind. Bla, bla, bla. Keine Ahnung, weil sie nichts anderes zu tun hat. Deswegen reist sie noch um die Gegend. Oh nee, nicht direkt schon wieder Team Lady. Der stehe, alter Mann! Ja, ich stehe doch schon. Wir wissen, dass du eine Pokémon-Pension betreibst. Ja und? Weiß doch jeder. Dachtest du etwa, das würde Team Plasma entgehen? Ja. Wir nehmen den Menschen ihre Pokémon weg. Und in deiner Pokémon-Pension hast du bestimmt jede Menge davon, die du uns alle jetzt gibst. Das ist doch verrückt. This Madness. No, this is Sparta. Du siehst wie ein starker Trainer aus. Bitte, du musst mir helfen. Ja, natürlich werden wir direkt von den Team Plasmas mal wieder bequatscht. Lady Bob. Es ist so super. Lady Bob ist einfach super. Absol. Na, gegen Absol möchte ich dann doch Rallyon in den Kampf schicken. Warum muss ich in jeder neuen Stadt direkt erstmal auf irgendwelche Plasmas treffen? Lady Bobs wollen die... Ja, wollen die Welt übernehmen, richtig. Team Lady Bob. Team Lady. Bob ist nur für Rüpel. Und Plasma wurde mit Lady ersetzt. Hier, Spieler besiegt Lady Bob. Plasma! Okay, gut. Da kriegen wir erstmal unser Geld. Team Plasma. Ach, ich dachte, der zweite will direkt auch noch gegen mich kämpfen. Kriege ich von dir jetzt was Schönes? Wir haben das Fahrrad erhalten. Sehr gut. Und er ist jetzt auf Route 3. Sehr schön. Kann ich ja nicht verbrannt sehen. Ach so, okay. Er hätte brüllen sollen. Lady! Richtig, Stormhunter, richtig erkannt. Hier ist ein Vergnügungspark. Oh, toll. Da sind garantiert ganz viele Pokémon-Trainer. Ist das direkt die Arena hier? Kampfmetro. Einsteigen und kämpfen. Naja, noch nicht ganz. Ich will erstmal ins Center. Danke. Genau, Lulu ist wichtig. Richtig. Richtig wichtig. Jo. Heile meine Pokémon und mache sie wieder fit. Du gibst Kraft und Energie. So sieht's aus. So. Dann kann ich euch jetzt zeigen, oder Lulu dir zeigen, nein, Box nicht weiter bearbeiten. Nein, nicht nichts ablegen. So. Pokémon bewegen. Wild Magicka has appeared. Oh no, oh no. Magikarp. Ach, Magikarp. Herpaderp. Hi. Hallöchen. Herzlich willkommen beim Stream. Bist doch Deutsch, oder? Are you German speaking or English speaking? Wenn du jetzt Deutsch sprichst, wäre das natürlich irgendwie komisch. Zum einen haben wir ein Smoggern verloren. Ein Spoink. Ein Gardevoir. Your English, but your German. Na wunderbar. Ein Gardevoir, ein Otaro, stimmt, mit einer Attacke, mit einem Hyperstrahl und Lilip, leider. Na, wahrscheinlich sollte das jetzt so
wie I'm sexy and I know it. I'm English, but I'm German. Dum 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 dum. I'm English and I'm German. So nach dem Motto. Carpadore, weil sie zu Garadossen werden. Warum confused du me? Because... Shut up. Nein, keine Ahnung. Das war jetzt einfach von hier, nicht weil shut up, sondern einfach... Because it's fun. So, was haben wir hier denn? Aus der Prüfung, wie gut bist du wirklich als Trainer? Das macht mir irgendwie Angst. Kampfprüfung, wird dein Kampfstil analysiert. Möchtest du es probieren? Leute? Okay, bei der Kampfprüfung wird es einzeln und den Doppelkampf. Beim Einzelkampf nimmst du mit 3 und beim Doppelkampf mit 4 Pokémon teil. Ach, dann kann ich das ja noch gar nicht machen. Nö. So oder so, herzlich willkommen beim Stream Magikarp. You're welcome to the stream Magikarp. Herpaderp. So, hätten wir das auch. Bam. Kann man hier irgendwo was abgreifen? Gib mich Zeug. Sonnenstein erhalten. Sehr gut. Danke. Ein Waumboll. Gott, diese Namen. So, und hier haben wir jetzt irgend so was kampfmäßig. Hm, natürlich kommt mir da jemand entgegen. Der ist nicht nach Eis? Okay. Du glaubst, der ist schon wieder weg? Okay. Ich habe ihn verschreckt, indem ich gesagt habe, dass ich ein deutscher Streamer bin wahrscheinlich. Praise the Magic Herb. Was habe ich jetzt bekommen? Ich habe gar nicht drauf geachtet, was sie mir gerade gegeben hat. Ich habe zu sehr auf den Chat geachtet. Ein Äther? Nee. Kampfkamera, ein tolles Gerät, um Kämpfe zwischen Freund oder Kämpfe in einer speziellen Kampfeinrichtung aufzuzeichnen. Okay. Was haben wir denn bisher? Wir haben Verfolgung. Wir haben Antikraft, wir haben Geofissur, wir haben Horrorblick, wir haben Steinhagel, Doppelschlag und Zwango und natürlich Zerschneider. Ist das jetzt hier die Arena oder? Ja, so wie German Streamer Kill It With Fire. Nochmal, was ist ein Sieg und was bei einer Niederlage? Rate es mir bitte. Nochmal. Du, sag doch nochmal. Wie stellst du dich vor einem Kampf vor? Was sagst du bei einem Sieg und was bei einer Niederlage? Verrate es mir. Ja, okay, ich sage gar nichts. Die runden Räume passen nicht zur Pixelgrafik. Naja. Kampfmetro. Kann ich jetzt hier einfach so in den Zug steigen oder wie? Ah, okay. Hallo, willkommen in der Tauschecke. Was? Meine GP gegen Preise eintauschen. Kann ich Punkte bei Kämpfen bekommen und dann gegen Sachen eintauschen? Okay. Interessiert mich im Moment nicht so sehr. Hm. Die Frage ist auch, wo wäre hier eine Arena? Sportstadion, Fußball, Baseball und Football. Ah, du bist bestimmt ein Baseballer, so. Dann haben wir hier Musiktheater. Und da haben wir auch Bell. Ah, HBK, die Sache mit dem Musical geht dir nicht mal aus dem Kopf, was? Lass uns schnell reingehen. Nein, ich wollte einfach nur mit dir quatschen. Okay, gut.